Willkommen zurück zu SFS Kolonie. Heute werden wir zu Europa fliegen und zwar mit dieser umgebauten Atlantis 6 V2. Ihr seht, die zweite Stufe ist etwas verlängert, um einfach ein bisschen mehr Treibstoff zu haben. Und obendrauf haben wir ein kleines Raumschiff. Wir werden zur Megaraumstation fliegen und zwar eben mit der Crew. Dann können die dort schon anfangen zu arbeiten, zu leben, sonst was. Und das wird eine recht ruhige Mission, würde ich sagen. Wir werden natürlich wieder die erste Stufe landen. Die zweite Stufe werden wir nicht landen. Die werden wir in Ganymed reinkrachen lassen, damit das eben nicht irgendwo im Weltraum herumfliegt. Und die obere Stufe, das Raumschiff, dockt natürlich an die Megaraumstation an. Ansonsten nicht viel los. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich momentan eine Venus-Basis baue für diesen kleinen Wettbewerb vom SFS-Discord-Server. Also ich hätte jetzt nicht so viel Zeit. Deshalb habe ich hier eine kleine Mission zusammengeschmissen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und los geht's. Thank you.
So Leute, da haben wir es geschafft. Wir sind an der Europastation angekommen. Und zwar haben wir hier noch 70% Treibstoff. Das könnte fast für den Rückweg reichen. Zum Glück haben wir hier oben in den weißen Tanks, noch ein bisschen Treibstoff gespart. Das heißt, wir können da auf jeden Fall noch ein bisschen nachfüllen, wenn es dann soweit ist, dass wir zurückfliegen. Wir lassen die aber auch jetzt erstmal hier, so wie bei der Mond- und Marsstation. Und dann zoomen wir auch mal ganz weit raus. Und zwar dahin, zurück zur Erde. Wir müssen nämlich noch hier unseren Booster wieder einsammeln. 0,1% Treibstoff. Das war eine sehr merkwürdige Landung, muss ich sagen. Aber na gut, beenden wir die Mission und schwer fortsetzen einfach. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!